Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Frohe Weihnachten. Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von eurem Lieblingsreisemagazin. Diesmal mit ganz vielen Grüßen, mit kleinen Überraschungen, mit etwas Weihnachtlichem, natürlich einer Verlockung der Woche. Und am Ende, ihr werdet sehen, bleibt dran. Oh, the ancient Yuletide carol. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Follow me in merry measure. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Weihnachtsgeschenke sind wunderbar, aber Weihnachtsgrüße, persönliche Weihnachtsgrüße, das finde ich besonders toll. Und jetzt kommen welche von der Crew. Merry Christmas from Nick and Martin. A merry tropical Christmas from Aida Diva. Здравейте, аз съм Искра и ви пожелавам весела Коледа. Super Nacht, Lacke, Herr Morten. God, I wish you a merry Christmas. Роком та Різдвом Христовим вас, шановні. Merry Christmas! Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und alles Gute fürs neue Jahr von Aida Ora. Hallo, maligayang Pasko sa inyong lahat. Merry Christmas! From Aida Diva! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Wir setzen noch einen drauf. Weihnachtsgrüße direkt von der Familie. Und überraschend. Liebe Gäste, manche Crewmitglieder sind schon sehr, sehr lange an Bord. Und gerade beim Housekeeping, unsere Assistent-Housekeeperin, die Maria, die ist schon sehr lange an Bord. Und sie hat immer die Nachtschicht und macht immer alles ganz toll sauber mit ihren Leuten. Und wir wollen sie überraschen mit einem Videogruß von zu Hause, von ihren Verwandten, von ihren Eltern aus den Philippinen. Aber jetzt... Ist ja auch die Zeit, wo man mal die Chance hat, in Ruhe nachzudenken, reflektieren, wie das Jahr war und ins Nächste zu gucken. Und da ist Pastor Gerion Alter genau der Richtige, weil er hat bis jetzt jedes Jahr, wenn er gesprochen hat, kleine Denkanstöße gegeben und ich ehrlich gesagt freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich bin mit dem Fahrrad durch Israel gefahren. Durch Galiläa, zum See Genezareth, den Golan hinauf, nach Jerusalem. Und, das sollte ein besonderes Highlight meiner Reise sein, nach Bethlehem, wo das Weihnachtsfest seinen Ursprung hat, wo Jesus von Nazareth geboren wurde. Aber wie das so ist mit großen Erwartungen und erhofften Highlights, es wurde eine derbe Enttäuschung. Denn die Kirche über der berühmten Geburtsgrotte war gesteckt voll. Hunderte von Touristen schlängelten durch den Kirchenraum, geschätzte Wartezeit etwa 2 Stunden. Ich war schon drauf und dran, wieder umzudrehen, da bekam ich einen ziemlich pfiffigen Tipp. Geh mal in die Nachbarkirche, gleich neben der Geburtskirche. Geh hinunter in die Krypta, folge dem langen Gang und dann stehst du vor einer Tür mit einem großen Schlüsselloch. Da schau einmal durch.
Ich habe ein Foto davon gemacht. Das ist der Blick durch dieses Schlüsselloch. Man schaut über die Schultern der vielen Touristen hinweg direkt in die Geburtsgrotte hinein. Auf den Ort, an dem nach ältester Überlieferung Jesus von Nazareth geboren wurde und Gott uns Menschen auf berührende Weise nahe kam. Für mich ist dieses Foto mehr als nur ein schönes Urlaubssouvenir. Es erinnert mich daran, dass es gar nicht so viel braucht, um berührt zu werden. Manchmal nur einen flüchtigen Blick. Einen solchen Blick wünsche ich Ihnen zum Weihnachtsfest. Einen Augenblick, der Sie berührt, der Ihr Herz erreicht, der Ihnen Frieden schenkt. Manchmal genügt es, ein paar Schritte zu gehen, raus aus dem Trubel und den üblichen Abläufen. Ein Augenblick für mich, für das, was mich eigentlich bewegt, wonach ich mich sehne. Und es wird Weihnachten im eigenen Leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein berührendes, frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Merry Christmas to you. Maligayang Pasko. Buon Natal. Subhanatala Kreva. Merry Christmas. Weihnachten, die ganze Familie zusammen unterm Tannenbaum oder am Tisch. Und wisst ihr, was ihr machen könnt? Ihr könnt jetzt gemeinsam euren Urlaub planen mit der Verlockung der Woche. Hier kommt sie. Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Stockholm und Mariehamn. Es geht weiter nach St. Petersburg und nach Tallinn. Wir besuchen noch Riga, Klaipeda und Kopenhagen in Dänemark. Und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Und jetzt wünsche ich euch ganz tolle Weihnachten. Von Herzen von mir, von Herzen auch von allen meinen Kollegen, die auch an Bord zusehen werden, dass ihr ein wunderbares Weihnachtsfest habt. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche, diesmal mit Musik von Eric Paisley, einer meiner Lieblinge dieses Jahr, und mit den tollsten Bildern von allen Schiffen. Ich wünsche euch alles Liebe, macht euch ein paar schöne Tage und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tops glistening and children listening to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas hier aus der Karibik für euch nach Deutschland. Alles Gute. Yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.